Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur 23. Sendung von Pete's Meets Hard Reset, dem Videospielmagazin für Spielerinnen und Spieler. Und selbstverständlich heute auch wieder dabei, wie immer schlage ich dir auf die Schulter, dem kellenschwingenden Meisterkoch Dennis Brammen. Ich wusste, dass du das nicht zweimal hinkriegst. Na scheiße, ich wollte Küchenchef sagen, so ein Mist. Aber das spiegelt wenigstens Peters heutige Demenz-Situation wieder, weil er hat schon zwei elementare Sachen vergessen, unter anderem ist einer davon mein Name. Also meine Begrüßung. Und der Guacamili geht morgen für euch online, statt heute. Erstmal hier ankündigen. Oh, ich habe nichts angekündigt. Achso, du kündigst jetzt für morgen an. Jetzt kündige ich das hier für morgen an. Oh Gott, jetzt bin ich ja unter Zugzwang jetzt quasi. Ich muss noch Thumbnails machen und Playlists anlegen und Und damit ihr auch wisst, dass wir auf jeden Fall live sind, habt ihr jetzt die Möglichkeit auf Hard Reset Live über Facebook hier unten jetzt eingeladen mit so einem geilen Smiley dabei, der so komisch, hier diesen Chinese-Style. Das ist ja wohl hier ein bisschen, ne? Ja, ist egal. Auf jeden Fall habt ihr da so einen geilen Live-Post, ja. Und, den Dennis heute geschrieben hat, aus Gründen. Genau, wie Kollege aus Gründen. Sagt. Aus welchen Gründen denn? Die verraten wir euch nicht. Nein, oh, no, sir. Die no, sir. Genau, aber natürlich wollt ihr wissen, was in der heutigen Sendung alles passiert. Und deswegen haben wir einen kleinen Einspieler, beziehungsweise mit wir meine ich ihn, weil er macht das meistens. Meistens in 22 von 23 Fällen bis jetzt. Hat er den gemacht. Also meistens. der gibt auf jeden Fall einen Überblick über die wundervolle Sendung, die auch er heute für euch vorbereitet hat. In der heutigen Sendung spielen wir den Indie-Hit Monaco, reden über den neuesten Wolfenstein-Teil The New Order und Brammen wird verzweifelt versuchen, mir League of Legends beizubringen. Junge, Penta, meine Penta kommt jetzt. Saphir. Ja, Penta! Penta! Bitte! Brammen! Den kriegst du noch. Leiser. Das ist auch der Plan für heute, weißt du, wenn du mich eingewiesen hast in LOL, möchte ich bitte auch Pentakills hauen. Ja, wir spielen nur 3 und 3 Map. Oh, verdammt. Aber kein Problem, ich werde am Feld auf einer 3 und 3 Map. Wenn ich das machen soll, ist kein Ding. Auf jeden Fall, wenn das sagen? Wörtchen, wenn nicht, wer, ist hätte ich dicke Eier sehr. So sieht's aus. Alter. Ja, und mit wundervollen dicken Eiern kommen wir zum Spiel der Woche. Spiel des Eis? Wie auch immer. Was? Das Spiel ist Eis. Das Spiel heißt heute Monaco. Und ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das war schon einige Male gut gefeatured im Steam Store. Schaffst du es? Ja, ich bin schon. Ja, gut. Du schaffst es, sehr gut. Ist ein ziemlich crazyes Stealth-Game. Was soll das? Ja, aber was ist. Die sollen ja auch das Objective gleich noch sehen, kurz. Achso, das können die doch. Du musst doch dafür bestätigen, du Lutscher. Ja, ist ja gut. Junge. Ja, jetzt, also, man kann theoretisch schon hier auf unseren Bildschirm schalten. Ja, weil ich mega vorbereitet bin. Also, muss man das mal sagen. Also, total crazyes Stealth-Game mit Top-Down-Perspektive und Koop-Funktion. Und deswegen spielen wir auch zu zweit. Ihr habt davon am Anfang schon einen Ausschnitt in dem Vorbereitungsvideo quasi gesehen. Und ja, das ist relativ crazy. Und wir schauen da jetzt mal rein. Unser Objective für diese Mission, die wir jetzt gleich zusammen spielen, ist, dass wir irgendwelche Passports von der Lebanese Embassy klauen müssen. Kannst du mir das übersetzen? Ja, die libanesische Botschaft. Ja, was müssen wir da klauen? Pässe. Pässe. Sehr gut. So, jetzt drücken wir mal beide Space und das Spiel startet auch schon direkt. Das ist sehr angenehm. Ja. Das, was nicht so angenehm ist bei dem Spiel, wo direkt mal Punktabzug, das kann man nicht vernünftig minimieren. Das geht man direkt dann auf die Fresse dafür. Das ist echt nicht so mega pornös. Nee. Was aber cool ist für den Entwickler zumindest, ist, dass sich das Spiel in der, In der was? In der Beta-Phase schon refinanziert hat, obwohl es per Crowdfunding gemacht wurde. Gerade weil es per Crowdfunding gemacht wurde im Grunde. Ja, also ihr seht jetzt hier quasi schon so ein bisschen, so sieht das Spiel aus. Ja, so sieht das Spiel aus. Wir laufen hier quasi rum und je nachdem wie wir uns... Oh Gott, wir wurden schon gesehen. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott! Ohne Spaßfehler, wa? Ich muss hier... Oh Gott, ich kann hier nicht durch. Ah! Der haut mich sofort. Schmeiß doch deine Wichsgranate, deine Smoke. Hab ich gemacht. Aber der sieht mich trotzdem noch. Ich weiß nicht, was die fucking Smoke bringt, ehrlich gesagt. Ich muss mich beeilen. Ich kann mich hier mal kurz durchbauen. Er hat mich schon wieder gesehen. Ist die Frage, ob der jetzt hier hinkommt oder ob der jetzt hier nicht hinkommt. Ich glaube, der kommt hier hin. Ah, der kommt hier hin! Aua! Kannst du euch irgendwas außer schimmeln? Und Spaß, ich spiele das Spiel, keine Ahnung, 40 Sekunden. Und du machst dir schon voll den. Ja, weil ich am Erklären war, Leute. Also, ist hier 2D-Perspektive und man kann hier wunderschön sehen. Du kannst dich auch hier einfach in diese komischen Abfallhaufen setzen, wa? So wie ich das auch gemacht habe. Oh, das ist ja interessant. Also, man sieht immer so ein bisschen die Perspektive des Spielers halt, man kann sehen, wo man hinguckt. Alles andere ist ausgegraut. So, diese Funktion kenne ich so noch nicht, weißt du, dass das so ein richtig dynamisches
System ist, wo man hinguckt und was man sehen kann. Ja. Und das Ziel ist halt, dass wir halt jetzt hier einbrechen und diese Pässe klauen. Und was ist los hier? Ich muss jetzt kurz an dem da vorbei sneaken. Ja, mit Sneak machst du mit rechter Maustaste gedrückt halten. Okay. Wo willst du? Was? Ich kann die Dinger kaputt machen übrigens hier. Ja. Oh, nee, dann wacht der Typ auf. Nee, lass das mal lieber nicht machen. Deswegen mach ich aber nicht. Oh Gott, der hat mich, glaube ich, kann nicht. Ich hab rechte Maustaste gedrückt, ich sag es dir, Junge. Ah, Gott, ja, genau, renn da bist doch rein. Ja, sicher, und durch den Laser durch. Du kannst echt nix in dem Spiel. Ich will auch hier rein. Moment. So. Oh, Moment, jetzt baue ich hier Welle ab. Es gibt nämlich unterschiedliche Spielfiguren in dem Spiel, die man nach und nach während der Story freischaltet. Und diese Figuren haben unterschiedliche Special Features, wie meine, die sich durch Blöcke durchbauen kann, also durch Wände, durch Zäune und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, welchen du hast, muss ich ganz ehrlich. Ich habe den Locksmith, der ist nämlich mega schnell darin, einfach Schlösser oder ähnliches zu machen. Ja, stimmt. Okay, pass auf, jetzt ich drücke hier rechte Maustaste, ich sage dir, hast du das auch... Kannst du das nochmal ausschalten? Ich bin da nicht durchgelaufen. Ja, ich kann ausschalten. Schalt doch mal aus da. Wie lange brauchst du denn dafür? Ich warte dafür ein bisschen. Ich komme da nicht dran. Wieso nicht? Weil der Laser vor ist. Nee, du musst ein bisschen weiter nach links noch. Nicht so viel Angst, jetzt nach oben. Ja, das geht nicht irgendwie. Nee. Ja, war da nicht geradeaus? Ja, ich mach das jetzt mal kurz. Du machst das jetzt? Ja, alles klar, dann will ich das mal sehen. Wenn du machst den wieder wach. Wahrscheinlich mache ich den jetzt... Oh ja, ich habe ihn wach gemacht. Nur kurz ein Stück nach unten gehen, nicht so weit nach vorne. Der geht bestimmt sofort wieder zurück. Der hat sich noch gar nicht bewegt. Der hat sich noch nicht bewegt? Okay, alles klar. Jetzt kann man das nämlich ausmachen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Ne, das ist ganz leise. Perfekt. So. Zieh das rein, Junge. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir überhaupt hin? Oh nein, jetzt ist schon wieder an. Wie gemein ist das denn? Wir sind getrennt worden. Ne, ich nicht. Achso, ne. Beutel doch einfach... Ne, tut nicht. Ne, das ist zu laut. Ich gehe mal einfach links rum und guck, ob ich da diese ganzen sammelbaren Gegenstände mir holen kann. Also ihr seht schon, hier sind Wachen, es ist alles sehr pixelig, es ist alles ein bisschen blockmäßig. Es ist halt sehr, sehr Indie. Aber wie gesagt, es hat sich schon erstaunlich gut verkauft und es kann bis zu 4 Spielern, kann man hier total chaotisch durch die Gegend laufen. Sicher ist richtig, dass ich hier quasi nicht mehr rauskomme, außer ich mache das Laserteil weg. Wieso, wer ist denn mit nach oben? Ja, da geht's sicher, ich kann Second Floor könnte ich gehen. Ja, richtig, aber lass doch hier vorher im First Floor noch all die ganzen ja, aber ich komme nicht mehr weg. Collectibles ein. Ja, pass auf, ich mau hier sofort. Das hört doch keiner, wenn ich jetzt hier von da oben da reingehe. Ja, das hört keiner, vor allem nicht der Typ, der in dem Raum drin sitzt. Nee, hat er nicht gehört. Zieh das rein. Nicht gehört. Kannst du da mal bitte das Collectible damit nehmen? Ja, sicher, Junge. Guck mal, ich sneak hier die ganze Zeit durch die Gegend, deswegen bin ich so langsam. Weil ich will da links auch noch die... Oh. Ach so, jetzt sichert das mit dem Laser. Man kann auch, es gibt doch tatsächlich Situationen, wo man einfach durchlaufen kann. Ja, aber immer nur ganz kurz. Vielleicht reicht doch. So, ich mach den hier mal aus. Geh hier durch. Oh, das dauert aber lange. Wo bist du eigentlich? Second Floor. genau in der Tür. Okay. Kann ich separat in den Second Floor gehen? Das müsste man jetzt mal ausprobieren. Das kann ich jetzt mal ausprobieren. Ja, probier doch mal aus. Ja, tue ich doch gerade mal. Second Floor. Ne, jetzt sagt er mir Go. Ja, aber Arsch Go, ich habe hier noch Sachen zu erledigen. Ach so, okay. Das geht nicht. Ja, dann komme ich halt wieder runter. Aber wir müssen doch eigentlich nur die Pässe finden, oder? Ja, aber ich will doch trotzdem die Sachen hier einsammeln. Ja, dann sammeln die paar Dinger doch noch ein. Ja, ich bin dabei, aber hier sind so viele Laserdinger. Jetzt gib mir doch mal kurz eine Sekunde. Ich will, wenn schon, denn schon, Junge. Ja, ist ja gut. Hier, keine halben Sachen. Chill mal einen ab, ey. Nur weil du da schon nach vorne rusht. Ja, ich dachte eigentlich, das Ziel wäre, die Pässe zu holen, nicht den ganzen anderen Bullshit einzusammeln. Ja, das Primärziel ist auch, die verkackten Pässe zu holen. Immer den ganzen Bullshit einsammeln, das ist ja echt nicht mein Ding. So, ja, mache ich immer. Echt? Junge, immer, soweit es geht. So, jetzt habe ich mich noch kurz geheilt, weil mich irgendjemand gehauen hat, weil ich nicht so nett fand. Oh, hey, what the fuck? Ach, da klingelt jetzt das Telefon, wie geil ist das denn? Das ist natürlich praktisch, dass der dadurch abgelenkt wird. Und ich hier, oh, habt ihr das gesehen, wie schnell das war? Boah, ich bin so ein sneaky Junge. So, jetzt gehen wir hier rum. Und jetzt muss ich eben warten. Wenn ich jetzt... Oh Gott, ich hab's verpasst. Wenn ich jetzt renne, wird er dann wach? Ja. Nein, vielleicht, weiß ich nicht. Da könnte es aber sein. Moment, ich warte noch kurz. Ich will das ja richtig machen. Alles cool, alles cool. Ich komme jetzt. Okay, jetzt sind wir wieder vereint. Oh Gott, ich hab so viel Angst. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt! Ja, Sigi, Junge! Für eine Monster-Pussy du bist, ne? So, Second Floor. Use Computers to hack Security. Okay, kein Ding. Machen wir doch. Ja, direkt mal Computer benutzen. Was ist jetzt hier los? Ah, guck mal! Geil!
wie jetzt die Frage, wie lange das hält. Okay, oh Gott, hier war nicht so mega lange. Ja, der geht aber durch all die Security-Systeme. Der geht die ganze Zeit durch die Gegend. Hä? Hä? Ich glaube, du wurdest gerade gesehen, Junge. Quatsch. Ich doch nicht. Boah, dieses Hacken ist echt gut. Das hat alle mal ausgemacht. So, viel. Oh, wo bleibst denn du, Junge? Ach, du musst jetzt selber nochmal warten. Nee, ich wollte einfach hier den Computer noch. Du sagst doch mal, wir sollen alles machen. Ja, du musst doch nicht jeden Computer zweimal benutzen. Warum denn nicht? Junge, jetzt stellst du dich aber dümmer als du bist. Da kommt einer sofort raus. Oh Gott! Geh mal da. Hat er gerade gesagt, immer da? Oh. Oh, da vorne haben wir so ein geiles Schloss. Ein geiles Schloss, Junge. Wie mache ich das denn jetzt hier? Jetzt hänge ich hier natürlich fest. Egal, ich gehe nochmal. Oh, nice, Junge. Was ist? Was hast du gesehen? Ich habe so eine Leiter. Achso, ne, da komme ich da vorne hin. Okay, alles klar, ich bin wieder in Game. Guck mal, da blinkt was. Oh, da blinkt auf beiden Seiten was. Muss ich mir mal kurz angucken. Oh. Da läuft einer unten irgendwie übrigens rum. Ja, das hab ich gerade gesehen. Okay. Da, wir haben jetzt leider nur Smokebombs. Es gibt hier. Oh. Smokebombs vor allen Dingen. Aua! Es gibt in dem Spiel auch Waffen, aber nicht in diesem Level jetzt hier gerade. Hui. Guck mal da, dann läuft da. Ich chill da oben auf der Treppe. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen bedeckt halten. Wo müssen wir überhaupt hin? Nach ganz oben links oder was? Da nach oben links, da wo ich schon wieder bin. Da wo du schon wieder bist. Kennst mich doch. Kommt der jetzt da an? Nee, oder? Du gehst jetzt wieder rein, ne? Ich sag dir. Strange mit der Wache hier. Erstmal hier nochmal hacken. Guck mal, da sind noch Collectibles, das sehe ich doch von hier aus. Ja, ich weiß, die zwei Stück, die da sind. Ja, genau, die meine ich. Ja, die hole ich mir jetzt auch. Sobald der Laser wieder aus ist. Und zwar jetzt. Nee, jetzt noch. Guck mal, ich bin jetzt auch in this room. So, jetzt. Schnell den anderen! Okay, sehr gut. Oh nein! Jetzt muss ich hier wieder durch. Ah, jetzt. Nee, alles klar. Super, alles gut. Ah, geht doch. Ah nein, da sind noch Collectibles rechts. Siehst du die auf meinem Bildschirm? Ja, aber du bist jetzt gesehen. Nein, werde ich nicht. Du wurdest schon gesehen. Nein, ich wurde nicht gesehen. Kannst du das einfach ausmachen? Aber rechts neben mir steht ein Typ. Achso. Okay, den sehe ich ja nicht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das jetzt hier am besten. Okay, scheiß auf die Collectibles. Find the trophy and head back to the car. Okay, alles klar, kein Ding. Hier, du bist der Locksmith, mach das mal. Schon gemacht. Boah, hammergeil. Boah, fett, Junge. Oh, da steht einer. Reden die eigentlich Französisch? Ja, ne? Ich wüsste das auch nicht so genau. Auf jeden Fall, irgendwie sowas. Ist ja auch Monaco, Leute, ist ja ganz logisch. Ja, dann ist ja gut. Jetzt verkaufe ich wieder Wissen, das nicht meines ist, als meins. So, so, da ist die Trophäe. Ja, gib Gas. Bist du gerade an das Ding rangegangen, an das Piepsding? War das der Plan? Ja. Okay. Sieht er mich? Sieht er mich oder sieht er mich nicht? Ah, sieh mich! Nein! Kann ich nicht hören. Dann müsst ihr jetzt eigentlich wieder raus? Ja, wir müssen wieder runter. Up to the second floor. Achso, dann können wir direkt mal die 5 Projektgebäude hier noch mitnehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber wie ist die Frage? Hier ist dieses blöde Kackteil. Ja, ist relativ simpel. Ja? Ja, pass auf. Wir hängen jetzt aber sofort da den Computer. Das ist eine gute. Ja, wir können auch einfach hier rumgehen. Ja, wir können auch einfach einen Computer hacken, der hilft dann mir die ganze Zeit. Könnte man natürlich auch machen. Du rennst viel zu viel. Bist ja durch. Ich renne überhaupt nicht. Ich drück die ganze Zeit die verkackte rechte Maustaste, Junge. Mach mich jetzt hier nicht fertig. Jetzt renne ich gerade. Guck mal, du wurdest nämlich jetzt gerade hier schon wieder, ne? Hast Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Möchte ich mal kurz anmerken. Deine Mutter zieht Aufmerksamkeit. So, boah, du flüsterst voll, wenn du hier in so einem Sneaky-Spiel bist. Ja, klar. Finde ich witzig. Man muss ja die Atmosphäre wahren. Ich hack hier nochmal kurz. Oh. Oh, was hast du gemacht, Bram? Wo bin ich? Ah, oh Gott. Aua. Okay, das geht so nicht. Nee, das geht so nicht. Wir müssen erst verschwinden. Na, verschwinden wir schnell. Ist ja schnell gemacht. Okay, ich bin verschwunden. Ja, ich noch nicht. Sekunde. Wie viele Leute du hinterher ziehst. Ja, ja. Die sind ja sofort weg. Okay, das wusste der.
Es hat bestimmt gelaufen. Da wird's nicht rein. Da wird's nicht rein. Jetzt kommst du zu mir hoch, Buddy Boy. Ich weiß. Finde ich gut. So. Weil wir beide voll sneaky sind. So, jetzt machen wir das. Hier nochmal kurz eine Necke. Oh! Sag mal bloß, du hast den Laser nicht gesehen. Ich hab ihn gesehen. Bin ich reingelaufen oder bin ich nicht reingelaufen? Nee, da bist du nicht. Alles gut. Ich habe nur ein bisschen später gesehen, als man vielleicht denken würde. So, jetzt sind wir wieder im Street-Level. Jetzt! Jetzt! Ja, Moment. Wo müssen wir denn hin? Nach oben links müssen wir. Okay, das war easy. Hä, wie komme ich denn da rein jetzt? Ah, okay, verstehe. Das ist unser Getaway-Car, oder was? Die Mission haben wir geschafft. Warte, wir haben 12 Minuten da jetzt gerade für gebraucht. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, doch. Ich dachte eigentlich sogar noch länger, wenn ich ganz ehrlich bin. Du doi! Schmiddi! Also, ja. Schmiddi. Man muss echt sagen, irgendwie schweres zu Let's Playen das Spiel, muss ich sagen. Man muss sich mega konzentrieren. Man muss sich voll konzentrieren und ich glaube, das ist auch richtig schwierig zuzugucken. Um dem Ganzen zu folgen. Ja, um dem Ganzen zu folgen, weil das sieht alles halt ein bisschen strange aus. Voll Laune, muss ich sagen. Ja, das Spielen an sich ist halt ganz cool. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch zwei andere Leute dabei gehabt hätten oder das mit 4 Leuten spielt, dann ist das einfach nur noch Chaos pur. Und der eine wird gesehen und der andere wird gesehen und dann denkt der eine auf einmal, der wäre der andere. Das habe ich übrigens immer bei Spielen, wo man alle 4 auf einem Bildschirm sieht. Das so denkst, bei du, diesem Super Mario Ding auch beispielsweise. Da denke ich immer, ich wäre jemand anders. Bei Guacamelee hat er das auch. Bei Guacamelee? Nee, das geht eigentlich. Na, da sind wir nur zu zweit. Ja, eben, da sind wir nämlich auch nur zu zweit. Also das Spiel hat relativ viele Level, die werden natürlich immer schwieriger und schwieriger und dann kann man auch Leute umballern. Aber es ist im Grunde immer noch ein Stealth-Game mit ganz vielen unterschiedlichen Charakteren, die halt diese unterschiedlichen Fähigkeiten haben und das vielleicht dann auch helfen können. Die dann allerdings auch wieder Nachteile haben, wie ich kann durch Wände gehen, aber das ist relativ laut. Also man hatte keine. Man kann einfach nur schnell Schlösser knacken. Ja, stimmt. Aber das dafür ist die Fähigkeit cool nicht so mega. Ja, genau. Das schon. Auf der anderen Seite, wenn du dann so im Schloss stehst, weißt du, und du rennst halt einfach quasi durch, hat das schon Vorteile. Ja, richtig. Das muss man mal vor allen Dingen, wenn du gesehen wirst, was dir schon recht häufig passiert. Ne? Zumindest laut den Tests, die ich bis jetzt gelesen habe, um mal Peters Wix-Kommentar mal abzulenken, weil eigentlich, weil du bist in dem Spiel und das einfach nicht zugeben will, nach den Tests, die ich gesehen habe, ich habe die Videos gesehen und ich habe das halt hier einmal kurz angespielt und ich würde nach dem kurzen schon sagen, für das bisschen Geld gebe ich sogar eine Kaufempfehlung. Wie viel haben wir denn dafür bezahlt überhaupt? 13€ oder so. 13€ oder so? Ja, ich gucke nochmal ganz kurz genau. Also ich würde, bei Steam. Ich würde eine Kaufempfehlung geben, aber nur, wenn man 3 andere Leute hat, glaube ich, mit denen man da zusammen. Ja, also für alleine nicht. Aber für alleine würde ich nämlich auch 13,99. Nicht sagen. Vor allen Dingen ist halt ein recht spezieller Titel. Es gibt noch ein Vorpack davon, habe ich gerade gesehen. Ja, das heißt, würde sich dann natürlich eignen, wenn man sowieso 3 Leute hat. Das heißt, wenn man Freunde hat? Die dann auch mit einem spielen wollen. So, vielleicht ja. Sagen die auch, boah, nee, ich habe das bei Hardware gesehen, das Spiel ist voll scheiße. Genau, vielleicht denken die sich auch einfach, Peter ist voll scheiße in dem Spiel, deswegen will ich das Spiel jetzt nicht mehr spielen. Junge, was soll das? Muss mich hier anzacken oder was? Ich muss Peter das mal hart dissen. Auf jeden Fall werden das knapp 10,50€ pro Person. 10,50€ pro Person. Kopfrechnen ist nicht so dein Ding, deswegen muss ich das ja machen. Ja, du hast ja auch BWL studiert, du musst sowas können. Genau, deswegen muss ich Kopfrechnen können. So sieht's aus. Genau. Also, wir haben euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben in dieses Spiel. Kaufempfehlung, ja, das Spiel ist halt, ne? Nicht für jedermann, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja meine objektive Meinung. Meine objektive Meinung ist es. Und damit ist sie subjektivisiert. Und um diese Informationen jetzt alle mal zu verarbeiten, geben wir euch jetzt knapp 100 Sekunden. Das reicht nicht. Das reicht nicht? Nein. Aber es ist immer ein Anfang, oder? Ja, es ist ein Anfang. 100 Sekunden für euch jetzt in der Werbung.